Hallo und willkommen zurück zu Java. Ja, diesmal geht es genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich lösche nur gerade ein paar kleine Sachen. Und zwar haben wir letztes Mal uns über Static und über Initializer unterhalten, über Static und Instance Initializer und über den Konstruktor. So, und jetzt möchte ich das Ganze mit euch noch weitermachen, denn ihr wisst ja jetzt schon, wie das Ganze so ein bisschen aussieht bei Vererbung innerhalb der Datenstruktur. Und ja, jetzt machen wir hier ein Extens Super rein und dann wollen wir das Ganze mal erweitern. Wie sieht es denn aus mit Static Instance Initializern von der Superklasse? Und wenn wir hier diesen Konstruktor aufrufen. Und ich glaube, das wird jetzt relativ spannend. So, lasst mich überlegen. Ja, also wie das mit Variablen jetzt funktioniert und wie das mit Methoden ist, das wissen wir jetzt. Da zeige ich euch dann vielleicht im nächsten Video noch was dazu. So, wobei vielleicht machen wir es doch dieses Video. So, Static Initializer, so, sub. So, kopiere ich jetzt einfach mal alles hier rein. Das ist jetzt natürlich der Sub-Initializer. Wir haben jetzt natürlich einen Haufen Fehler. Hier steht super. Also super bedeutet eigentlich immer so viel wie Oberklasse. Foo rufen wir jetzt hier drin auch nicht auf. Und super Konstruktor machen wir hier. Hier rufen wir auch den Superkonstruktor auf, der einen Parameter i nimmt. Okay, so, ja, was wir jetzt machen, ist Folgendes: Wir erstellen uns erstmal nur, ach, warum eigentlich nicht? Wir lassen es gleich mal so durchlaufen. Ich erkläre euch dann, was passiert ist. Den Aufruf an Foo mache ich hier auch mal aktuell raus, aber die Methode lasse ich einfach mal drin. So, okay, das ist die Superklasse, das ist die Subklasse. Und ja, wenn ich das jetzt aufrufe, dann sieht es hier schon ganz schön herb aus. Zunächst einmal wird der Super Static Initializer aufgerufen. Warum? Weil, also ich habe euch ja gesagt, das passiert direkt beim Programmaufruf. Dazu muss man überhaupt keine Objekte erstellen. Das heißt, wir sind noch, bevor die Main-Methode ausgeführt wird, wird das gemacht. Das heißt, diese zwei Static Initializer kommen ganz am Anfang. Der Super kommt deswegen vorher, weil Sub von Super erbt. Das heißt, würden wir zuerst Sub aufrufen, würden wir automatisch zuerst Super aufrufen, weil irgendwelche Static-Variablen in der Superklasse müssen auch in der Subklasse vorhanden sein. Das heißt, das, was oben drüber steht, wird zuerst aufgerufen. Also quasi von der Hierarchie her steht ja Super über Sub, deswegen Super. Ha! Ja, okay, das bedeutet, wir haben zuerst diesen Static-Konstruktor, diesen Static-Initializer. Und danach holen wir uns diesen Static Initializer. So, dann springen wir in die Main-Methode rein. In der Main-Methode kreieren wir uns zunächst einmal ein Objekt Sub ohne Parameter. Das heißt, wir springen hier rein, theoretisch, würde man denken. Aber wir wissen es ja jetzt mittlerweile besser. Wir rufen zuerst den Instance Initializer von Sub auf. Dachten wir aber auch nur. Denn in Wahrheit müssen wir, bevor wir irgendwas in der Subklasse kreieren können, erstmal alles aus der Superklasse kreieren. Das heißt, als allererstes wird hier das aufgerufen, alles, wie wir hier sehen können. Wir werden zuerst hier aus der Superklasse diesen Initializer aufrufen, also den Instance Initializer, denn wir sind ja hier gerade am Kreieren einer Instanz. Wir rufen also quasi erstmal alles auf, damit wir eine Superinstanz haben, und dann rufen wir das Zeug auf, damit wir daraus eine Subinstanz machen können. Also zunächst einmal der Instance Initializer, also die Reihenfolge ist dann immer noch dieselbe. Zuerst der Instance Initializer, dann der Superkonstruktor und danach haben wir ein Superobjekt. So, dieses Superobjekt erweitern wir dann eben um die, also das ist ja quasi eine Erweiterung von Super. Deswegen erweitern wir durch diese Subkonstruktoren bzw. Initializern, erweitern wir das Super-Element, indem wir erstmal das hier aufrufen. Und danach das. So, und das ist genau das, was hier steht. Wir rufen zuerst den Instance Initializer von der Superklasse auf, danach deren Konstruktor. Und danach erst gehen wir in die Instance Initializer der Unterklasse und den Konstruktor der Unterklasse. So, und jetzt kommt aber vielleicht noch was Spannendes. Wir haben hier zwar Sub mit dem Integer i aufgerufen. Das heißt, wir haben hier unten diese Parametersache. Aber in der Oberklasse haben wir alles ohne Parameter aufgerufen, weil hier steht ja auch Sub, ups, hier steht noch Sub, hier sollte eigentlich Super stehen, aber macht keinen Unterschied, es wurde eh nicht aufgerufen. Super Const mit Parameter,
Das haben wir hier nirgends. Hier steht einfach nur Superkonstrukte. Das heißt, wir sind standardmäßig in diesen Konstruktor gegangen. Wenn wir jetzt tatsächlich in den Konstruktor hier unten wollen und diesen Parameter i übergeben wollen, dann müssen wir hier tatsächlich in diesem Subkonstruktor müssen wir super Punkt und dann super von int i aufrufen. So, und damit kreieren wir dann ein, damit rufen wir den Konstruktor der Oberklasse mit dem Parameter auf. Wenn wir einfach nichts angeben, dann ist es, dann rufen wir trotzdem diesen Superkonstruktor ohne Parameter auf. Aber wir rufen trotzdem auch noch diese Initialize auf. Also wenn ich das jetzt mal so laufen lasse, ups, dann sollte ich speichern, dann sehen wir, die Reihenfolge hier hat sich eigentlich nicht geändert. Und wir rufen ihn danach nicht nochmal auf. Also wenn wir hier, wir wissen ja, im Subkonstruktor hier rufen wir theoretisch nochmal, also zwischen dem Instance Initializer und dem Subconstructor, würden wir ja hier mit dem Superaufruf erwarten, dass da unser Oberklassenkonstruktor aufgerufen wird, wird er aber nicht, denn wir sind hier tatsächlich schon vorher fertig sozusagen, weil wir jetzt schon alles davor gemacht haben, vor dem Initializer und alles drum und dran. Und das sehen wir hier dran, dass eben hier der Konstruktor mit Parameter aufgerufen wird, der wird dann einfach vorgezogen. Wenn wir jetzt hier ein sysout machen und subconstre vorne dran angeben, dann kriegen wir hier auch den Error, dass der das allererste bitte sein sollte, was in einem Konstruktor gemacht wird. Also man soll zuallererst bitte den Superkonstruktor aufrufen, bevor man irgendwas anderes in der Subklasse macht. Das heißt, ihr könnt es euch so denken, in diesen Konstruktor rein kopiert man erst, also wenn ich hier jetzt nichts schreibe, kopiert man zunächst einmal den Super-Initializer und dann den Super-Konstruktor und danach den Instance-Initializer und danach kommt wirklich alles, was ihr hier reingeschrieben habt. So könnt ihr euch das von mir aus vorstellen, wenn euch das irgendwie hilft. So, gut, ich würde sagen, für dieses Video reicht es dann auch und wir hören uns beim nächsten Mal, wo wir dann den Methodenaufruf hier noch einbinden. Mit Super und so weiter und so fort. Alles klar, dann bis dann. Ciao.